sie ist eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Er ist einer der weltbesten Beleuchter. Sie haben sich bei der Arbeit kennengelernt, da hat er sie natürlich strahlen lassen. Und man sieht, sie strahlt bis heute. Ist ihr erster gemeinsamer Talkshow-Auftritt als Ehepaar, Anja Kling und Oliver Haas. Herzlich willkommen. Mal ganz gebührend würdigen. Du hast heute Geburtstag. Deinen Mann hast du dabei, aber wir sind deine Partygäste sozusagen. Hey, ich freue mich. Ganz, ganz herzlich. Oh, vielen Dank. Denn das ist für dich wahrscheinlich auch doch ein besonderes Geschenk. Ein Weltstar wird jetzt für dich Happy Birthday spielen. Ah. Oh. Ihr seid mit eingeladen zu singen. Wir sind auch Weltstar. Ach, das ist toll, Daniel. Das war doch. Also besser geht's nicht. Also man muss ja zu euch sagen, ihr seid seit 8 Jahren verheiratet, aber ihr kennt euch ja schon viel länger. Oliver, ja. Ich glaube 20 Jahre schon. 93 und 33. Also 31, rechne ich falsch? 31 also sogar noch länger. Ja. Und seit 6 Jahren verheiratet. Entschuldigung. Und seit 6 Jahren verheiratet. Aber es heißt, das war damals schon so ein bisschen, also da war schon was in der Luft, als ihr euch das erste Mal begegnet seid, oder Oliver? Da war auf jeden Fall was in der Luft. Also sonst das hätte heißt, ihr habt euch schon verliebt damals. Nicht so viele Jahre sich irgendwie entwickelt. Da war eine große Anziehung, ja. Aber da wir beide vergeben waren, war es kein Thema. Ja, wie hat man sich das vorzustellen? Immer mal wieder, wenn man sich dann sieht, dann denkt man, dass er eigentlich immer, der Richtige. Ja. Den hätte ich auch toll gefunden, aber ging ja nicht. So, und dann, das ist ein paar Mal passiert tatsächlich. Also wir haben uns immer wieder getroffen, zufällig bei irgendwelchen Drehs. Und wir haben uns einfach sehr gemocht und wir haben auch viel, also beim Dreh natürlich dann viel miteinander Zeit verbracht und so, aber wir sind nicht zusammengekommen als Paar. Und dann kam dann der Moment, war 2015, wir haben uns immer, dann haben wir uns auch mal zufällig getroffen, auch mal in der Stadt so zufällig. Es gab auch so gemeinsame Freunde oder eine Bar, wo wir viel waren früher in den 90er Jahren. Genau, und dann war 2015, da trafen wir uns wieder und da war die Situation eine andere. Und ja. Alles hat seine Zeit und unser Zeitpunkt war 2015. Ja, schön. Vor diesem Hintergrund versteht man natürlich auch noch besser diese ganze Inszenierung mit dem Zelt und so, dass dir das dann natürlich besonders wichtig war, das dann richtig toll hinzukriegen. Und dann seid ihr aber auch relativ schnell zusammengezogen. War das denn? Du bist ja praktisch in den Kling-Clan. Man weiß ja, das ist ein sehr enger Familienzusammenhalt, wohnen alle in der Nähe. Ja. Wie war das für dich? War das selbstverständlich? Wurdest du gleich mit offenen Armen von allen empfangen? Also alles auf eine Karte. Jetzt lange irgendwie erst noch kennenlernen und jeder wohnt noch da und da. Keine Zeit. So, wir probieren das jetzt. Wir kennen uns seit so vielen Jahren und jetzt probieren wir es einfach. So. Es bestand ein Restrisiko. Na klar. Wir haben noch nie zusammen gelebt oder wir haben zusammen gearbeitet. Aber privat hatten wir jetzt noch nicht wirklich so viel miteinander. Dann ja, und mit der Familie, mit deiner Familie, die ja nun sehr temperamentvoll ist und sich sehr oft trifft, die haben dann gleich gesagt, ja, toll, gehört zu uns, nehmen wir. Ja. Also es war ganz unkompliziert, ja. Ja, ja, genau. Und also es war wirklich unkompliziert. Die haben ihn aufgenommen mit offenen Armen und haben ihn willkommen geheißen und dann war er eben bei uns. Ja, und eure Hochzeit war, glaube ich, auch ein besonderes Event, ne? Das habt ihr schon groß gefallen. Es gibt Fotos, die können wir doch mal uns angucken, was für ein wunderschönes Paar ihr war, ihr seid. Aber da noch besonders. Ja, ist gerade passiert. Also war eine richtig große Party, ne? War eine große Party, ja. Ja, das war toll. War bei uns in der Nähe in so einem kleinen,
Also es nennt sich Schloss Blankensee, aber es ist im Grunde kein Schloss, sondern wie so ein großes Gutshaus. Und da ist so ein schöner Garten ringsrum. Es sieht ein bisschen aus wie klein Venedig, überall mit so kleinen Brücken und Gewässer und so. Das war wirklich ganz romantisch und ganz schön. Schön, ihr strahlt auch immer draus. Das macht, ich glaube, die 6 Jahre, bisher läuft es bei euch. Was man ja sagen muss, Oliver, ich habe das eben schon mal kurz angedeutet. Du bist ja, dieser Job, den du hattest, ist ja schon was ganz Besonderes. Also Best Boy, vielleicht erklärst du das mal. Du warst Best Boy bei den größten Blockbusters, bei allen möglichen Hollywood-Produktionen, Inglourious Basterds, Matrix und viele mehr. Was ist das? Was hast du da gemacht? Als Best Boy ist man sozusagen die rechte Hand vom Gaffer, vom Oberbeleuchter, und versucht ihm sozusagen den Rücken frei zu halten, dass er am Set mit dem Kameramann künstlerisch halt alles machen kann. Und irgendjemand muss den ganzen Hintergrund organisieren, muss die Crew organisieren, Material, so eine Sachen. Viel mit der Produktion dann auch irgendwann sich auseinandersetzen, Terminlichkeiten, alles sowas. Aber das heißt ja, du bist den deutschen Leuten am Set da dann immer wie selbstverständlich begegnet. Also ob das jetzt und was lernt man da so über Menschen? Was lernt man da über Weltstars, die in Hollywood-Filmen arbeiten? Dass auch nur Menschen sind. Also die können auch nur auf einer Bühnenkiste sitzen und sagen, ich bin ganz bescheiden. Ich kenne die ganze Welt, aber man muss kein Bohai um mich machen. Aber es ist ja nicht jeder so, oder? Nee, überhaupt nicht. Es gibt Leute, die verlangen das, man möchte so behandelt werden. Aber die Großen oder wirklich Bekannten sind eher zurückhaltend und bescheiden. Mhm. Ja, das erlebt man immer wieder. Mhm. Ja. Jetzt hast du diesen Job, der bestimmt auch Spaß gemacht hat, aber an den Nagel gehängt, um zusammen mit Anja die Schauspielagentur zu übernehmen, deiner Mutter, die in Schauspielkreisen sehr bekannt ist, weil sie nicht nur ein strenges Regiment führt, sondern auch gut verhandeln kann. Warum hast du das gemacht? Warum hast du gesagt, das war's jetzt mit Best Boy? Das ist eine Sache, die sich über die letzten Jahre so ein bisschen entwickelt hatte. Also wir haben immer wieder darüber gesprochen, was ist mal, wenn Margarita aufhört oder nicht mehr sagt, so, okay, ich trete jetzt mal lieber gerne in die zweite Reihe und so. Und dann haben wir gedacht, so, mit unserer Erfahrung, unserer jahrzehntelangen Erfahrung und dem Netzwerk, was man da auch in der ganzen Zeit aufgebaut hat, haben wir eigentlich die besten Voraussetzungen, um das weiterzuführen und wieder auszubauen. Und dann haben wir gesagt, so, okay, jetzt ist irgendwie vom Bauchgefühl jetzt ein guter Zeitpunkt. Und dann haben wir gesagt, so, okay, wieder mal alles auf eine Karte. In meinem Fall dann, dass ich gesagt habe, okay, einer muss am Rechner sitzen und am Telefon. Dann höre ich jetzt auf und stürze mich ins Neue. Ja, und wie ist das denn für dich, Anja, dass du jetzt, du bist ja praktisch dann auf beiden Seiten, ne? Also du kannst dich ja nicht selbst... Naja, ich bin hauptsächlich Schauspielerin nach wie vor, und aber wir wissen ja alle, Schauspieler haben ja zwischendurch, ich drehe ja nicht jeden Tag und habe viele Pausen, und ich bin im Grunde seine rechte Hand. Also Best Girl jetzt. Und ich arbeite ihm zu, wenn ich nicht drehe. Aber den Hut hat er auf. Wie wichtig ist das eigentlich, wenn man in dem Job ist? Kann man ja, wisst ihr ja, Jörg weiß es auch, dass man da jemanden hat im Hintergrund, der, wo man weiß, da kommen die guten Rollen, die wissen genau, was... Extrem wichtig. Es ist extrem wichtig, dass man eine Agentur hat, die wirklich erkennen, was deine Stärke ist, dann das genau gezielt irgendwo anbringen. Du kannst ja einen Schauspieler überall anbieten, aber eine gute Agentur weiß genau, wo man jemand anbietet. Das ist sehr wichtig. Und es hilft in der Pünktlichkeit. Und die ordentlich, das ist dann ja total. Darf ich mal was fragen? Wie stelle ich mir das vor? Also du sorgst, oder ihr beide sorgt jetzt ja gemeinsam dafür, dass Schauspielkolleginnen und Kollegen von dir gute Rollen kriegen, gute Angebote. Und gleichzeitig willst du natürlich aber die Besten haben. Wie schwierig ist das? Ist man da nicht in so einer Art Spagat? Du meinst so eine Art Konkurrenz? Oder? Ja, dass man denkt, ach, die Rolle hätte ich jetzt eigentlich gerne. Da weiß ich nicht, ob ich jetzt die Kollegin anbiete. Nein, das funktioniert so nicht. Also wenn es jetzt in derselben Altersgruppe ein Casting gibt, dann kann man natürlich alle, die wir da haben und für die Rolle interessant und passend wäre, anbieten, so auch mich. Wobei ich dazu sagen muss, meine Mutter macht mich noch weiter. Ich bin nicht... Ach so, da wirst nicht von deinem Mann vermittelt. Nein, meine Mutter ist auch nur in die zweite Reihe getreten. Sie hat nicht komplett aufgehört, das könnte sie auch noch gar nicht. Aber sie versorgt jetzt nur noch mich.
Und wir machen, oder Olli macht den Rest. Aber da ist man, am Ende entscheidet auch das Casting und nicht ich oder er, ob jemand eine Rolle kriegt. Mhm. Ne? Man kann jemanden vorschlagen, aber man muss dann vorspielen und dann entscheidet der Produzent oder der Redakteur oder der Regisseur im besten Fall. Und ja. Was ich ganz lustig finde, ihr habt ja Spitznamen, was eure Zusammenarbeit angeht. Herr Exel und Frau Zettel. Ja. Was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Wie bei Bill und Martin. Das ist doch bei euch so ein bisschen ähnlich. Ne? Also Herr Exel und Frau Zettel, wie ist das bei euch? Das ist der Holzfäller und ich weiß alles besser. Also ich dachte, Wanderzirkus und Ordnung. Ach so, das meinst du, ja. Wanderzirkus und Ordnung. Sie nennt mich immer Holzfäller. Und ich nenne sie Margie. Sag nicht Shopping Queen oder irgendwas. Nein, aber das ist wirklich wahr. Wanderzirkus trifft Ordnungsamt. Ja, das ist eher so ein Typbezeichnung. Ja. Und wie ist das mit Exel und Zettel bei euch? Du bist chaotisch und du bist der... Nein, sie ist nicht chaotisch. Nein. Only sie auch. Aber ich habe so halt durch meinen Beruf, meinen früheren Beruf sozusagen, musste ich halt viel Listen machen. Also Equipment angeht und so weiter. Olli legt so alles Excel-Tabellen an und ich schreibe so schnell auf den Zettel. So, und ja, ich habe es da gerne übersichtlicher und ein bisschen strukturierter. So. Ja, aber klappt ja anscheinend. So, am 8.4. sehen wir im Fernsehen, im ZDF, der Millionenraub. Mhm. Das ist eine spezielle Geschichte. Sagst du mal kurz, worum es geht? Ist ja frauenlastig. Wollen wir reingucken? Ja, es geht darum, dass... zwei Jungs 8 Millionen klauen, dann mit dem Geld verschwinden, also einer von den beiden gefasst wird und er hat aber nur noch 250.000. Was ist mit dem Rest des Geldes passiert? Und das Interessante der Geschichte ist, dass eigentlich alle, die da mitspielen, vor allem die Frauen, nur dem Geld hinterher sind. Also was mit ihm passiert, ist weniger wichtig, aber alle wollen vom Kuchen was abhaben und alle, also einschließlich meiner Figur, ich bin da die Anwältin, ich spiele da keine Hauptrolle, sondern eher eine Nebenrolle, aber auch sie möchte von diesem Geld was abhaben. Und sie verhält sich geschickt, wie man sieht. Wir gucken mal rein, der Millionenraub. Hallo, Haifa. Hallo. 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 Sie wissen ja, worum es geht. Ihrem Sohn wird Raubüberfall und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Und wie sind die Chancen? Ziemlich schlecht. Hallo, Oma. Hallo, Alice. Jetzt geht's um 8 Millionen. Was mir aber wirklich ein bisschen Sorgen macht, sind die Frauen. Das sind ziemlich viele. Haifa, Malaika, Chantal, eine Brasilianerin. Habe ich noch irgendjemand vergessen? Ich sag Ihnen mal, was Sie jetzt machen. Sie holen mich hier raus und dann gibt's eine Provision. Ja? Rausholen? Ja, rausholen. Sag mal, bist du verrückt, mir hier so ein Angebot zu machen? Ich bin deine Anwältin, nicht deine Komplizin. Raub, gucken wir uns an im ZDF. Wir haben noch ein Spielchen mit euch vor. Oh Gott, das wow. Und zwar mit euch und mit euch. Oh Gott. Ist ein Paar, gibt was zu gewinnen? Ist ein Paar Spiel. Nein. Es gibt nichts zu gewinnen, aber es ist lustig. Pass auf, ihr kriegt jeweils ein Schild, wo entweder Ja oder Nein draufsteht. Immer lustig für die anderen. Ich stelle euch Fragen und dann müsst ihr euch einigen, ob ihr auf die Frage, es hat natürlich was mit Paarsein zu tun, ob ihr die Frage mit Ja oder mit Nein beantworten möchtet. Aber wir müssen uns einigen. Ihr müsst euch einigen. Ah. Sollen wir loslegen? Wir müssen uns einigen. Mhm. So. Mach das. Ja. An beide Paare. Nach einem Streit versöhnen wir uns immer, bevor wir zu Bett gehen. Ja. Was denkt denn die so? Ja. Aber da habe ich gerade ein bisschen... Ich habe gerade überlegt, wie war es denn das letzte Mal doch? Kommt selten vor. Doch, okay, da darf man nicht. Ja, immer sofort. Darfst nicht sauer ins Bett gehen. Ist ein absoluter Tipp, damit man lange zusammenbleibt. Guck mal. Machst du morgens auf? Ja, sehr gut. Es war ein Ja. So, Kaffee ans Bett, bei uns an der Tagesordnung. Ja. Oh. Es wäre so schön, es wäre ein Traum. Nicht, dass er mir gebracht wird, sondern dass ich ihn mir bringen könnte. Ja. Aber meine Frau ist halt eine Lerche. Ich hasse Kaffee. Sie ist eine Lerche und sie mag keinen Kaffee. Tee am Bett. Aber Tee am Bett. Ich früh aufstehen. Ich trinke weder Tee noch Kaffee. Mir schmeckt es einfach nicht. Ich habe jahrelang Kaffee getrunken, weil ich dachte, alle müssen Kaffee trinken. Ja. Man trinkt Kaffee zum Frühstück. Und ich war immer froh, wenn... Bett.
oder im Bett. Und nee, ich stehe viel früher auf. Ich stehe ganz früh auf, deshalb klappt das nicht. So, was trinkst du? Ich trinke morgens eine ausgepresste Zitrone und eine Orange auf ein großes Glas Wasser. Und das macht so einen wach, frischen Kick. Und es schmeckt mir so gut. Und ich finde, bin so froh, dass ich diesen Kaffee nicht mehr trinken muss. Trinkst du tagsüber dann beim Drehen? Trinkst du mal einen Kaffee? Nein, ich finde, das ist wirklich das einzige Lebensmittel, was total lecker riecht und einfach nicht schmeckt. Okay. Okay, aber bei euch, ihr bringt euch gegenseitig den Kaffee? Ja. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Der zuerst aufsteht, der heute, drückt heute auf. Heute habe ich den Kaffee. Damit fällt doch dieser gemütliche Morgenkaffee aus, weil, wie sie gerade sagte, nach einer Zitrone und zwei, drei Orangen hat man diesen Kick. Und dann startet sie durch und dann sitze ich da und denke, ich würde jetzt gerne in Ruhe aus. Okay, wir starten los. Verstehe. So, wir kommentieren grundsätzlich nicht gegenseitig unseren Fahrstil. Fahrstil. Nee, machen wir nicht. Nee. Also wir diskutieren nicht. Ihr diskutiert nicht. Okay. Wir diskutieren nur. Aber ja. Siehst du, da vorne ist ein Auto. Ich sage, ich fahre ja. Ich sehe das da vorne, ja, ein Auto. Aber ich habe einen römischen Führerschein. Das ist aber wir könnten noch gar nicht darüber diskutieren, weil wir fahren ja auch immer gemeinsam. Ja, wenn gebremst wird, dann bremsen ich auch wirklich zwei Beine. Ich bremse halt die ganze Zeit mit. Nein. Durchgehend als Beifahrer auf der Bremse. Ja. Aber ich diskutiere nicht, ich bremse nur. Ah nee, ich kann das. Also, das ist ja furchtbar. Also wir fahren wahnsinnig sicher dadurch. Herrlich. Haben wir noch. Unser am häufigsten verwendetes Emoji ist das rote Herz. Ja oder nein? Nee, das rote Herz. Nee. Bingo. Sondern? Ich mag dieser Kussmund, dieser Smiley, der Herz. Ja. Das mag ich lieber. Ja. Gut, guck mal, 40 Jahre und 6 Jahre sind sich am Ende dieses Spiels.